So, willkommen zum allerletzten Vortrag der diesjährigen FOSGIS. Philipp wird uns jetzt erzählen, wie und warum er kommerzielle Daten nach OpenStreetMap konvertiert hat und was er damit dann gemacht hat. Bitte. Dankeschön. Also willkommen bei meinem Vortrag Morituri. Der Name ist Programm. Ich fange erstmal mit mir an. Ich bin Philipp Behlmann, komme aus Karlsruhe, habe dort Informatik studiert. War dann 2 Jahre als Hiwi bei der Geofabrik und wurde dann danach übernommen. Mein Mapping-Schwerpunkt sind POIs. So, warum wollen wir jetzt eigentlich kommerzielle Geodaten ins OpenStreetMap-Format übertragen? Ich meine, wenn man welche hat und dann sich denkt, ja, die Software ist eigentlich ganz gut, die mir da an die Hand gegeben wird, aber man irgendwie eigene Modifikationen dort durchführen möchte, dann ist das teilweise schwierig oder unmöglich. Und wenn man sich dann umschaut, dann sieht man, dass es für das OpenStreetMap-Datenformat doch einiges an Tools gibt, die auch frei verfügbar sind. Deswegen ist es ja eigentlich gar nicht so verkehrt, mal kommerzielle Daten zu verwenden, sie ins OpenStreetMap-Format zu konvertieren und mal zu gucken, wie gut die Sachen denn damit funktionieren. Dafür habe ich eben Morituri geschrieben, der genau das machen soll, mit dem Fokus auf Routing. Derzeit werden NavTech bzw. HIR-Daten unterstützt, ist das Gleiche. Das Programm wurde so ausgelegt, dass man durch Plugins entsprechend andere kommerzielle Hersteller mit einbinden könnte. Also wenn jemand Lust hat, da was zu machen, der kann das tun. Das Projekt ist auf GitHub verfügbar, auch unter einer freien Lizenz, also zumindest das Tool ist frei. Die Daten definitiv nicht, muss ich nochmal dazu sagen. In der Geofabrik haben wir das gemacht, weil wir im Rahmen eines des Totari-Projekts, das vom Bund gefördert wird, da einen Auftrag bekommen haben. Da hat eben eine Firma und saß auf die hat eine Firma NavTech-Daten und saß darauf und wollte Sachen ändern. Und das funktionierte so nicht. Und deswegen haben wir den Auftrag für die Konvertierung bekommen. Diese NavTech-Daten sehen so aus. Es sind Shapefiles. Es sind einfach nur ein Haufen Shapefiles mit Straßen und Ozeanen und Flüssen und Gebäuden und weiß der Geier was nicht alles. Wenn man mal kurz guckt. Ja, so sieht dann sein LS aus auf diesen Daten, was es da nicht alles hat. Hoppala, bin ich jetzt wieder hin. Hallo? Ha. Genau, dann wird mit Morituri konvertiert und am Ende bekommen wir OSM-Daten raus. Diese NavTech-Daten enthalten eben detaillierte routing-relevante Informationen. Also einer der größten Unterschiede zu OpenStreetMap ist halt, wenn irgendein Feature da in den Daten drin ist, dann ist es halt für alles da und nicht nur für manche Sachen. Sie nutzen ein Shapefile-Format und diese 1600 Seiten PDF macht richtig viel Spaß zu lesen. Das Programm ist, das meiste habe ich schon gesagt, es ist in C++ geschrieben, Plugin-Architektur, ist unter der GPL V3 lizenziert. Es benutzt libosmium, weshalb man dann als Ausgabeformate dann das nehmen kann, was Osmium einen anbietet, also XML oder PBF. Und so eine Dänemark-Konvertierung geht dann recht schnell vonstatten, die dauert nicht mal 2 Minuten. Braucht 2 GB RAM und gibt eine 50 Megabyte PBF-Datei. Ich habe das auch mal mit Deutschland gemacht. Das dauert dann, glaube ich, 1 Stunde oder so. Das hält sich alles noch im Rahmen, je nachdem, wie viel Daten man denn tatsächlich einliest von dem, was einem NavTech da an die Hand gibt. Die Rohdaten von denen sind nämlich dann wiederum ziemlich groß. So, die konvertierten Features sind zum einen Straßen, natürlich mit Belag und Geometrie und ob es Einbahnstraßen sind und allem Pipapo, Fährrouten,
Es gibt dann entsprechend auch Zugangsbeschränkungen. Dürfen da jetzt Autos durch, Motorräder oder auch für Rettungsfahrzeuge, da gibt es auch entsprechende Anforderungen. Manchmal dürfen die da trotzdem nicht durch. Oder auch sowas wie Durchgangsverkehr kann man im OpenStreetMap auch mappen, habe ich dann gemerkt. Auch wichtig, vor allem jetzt mit dem Hintergrund der Tourenplanung, waren solche Sachen wie maximal zulässiges Gesamtgewicht und Achslast und all das, was so ein LKW hat und dass der LKW halt auch durch die Gegend routen kann. Brückentunnel, genau, Hausnummern ist nochmal ein Thema für sich. Die habe ich als Interpolationslinien geraten, aber da zeige ich nachher noch ein Beispiel dazu. Diese OSM-Daten, die ich dann erstellt habe, habe ich dann mit mehreren Tools getestet. Das JOSM war so das Beste zum Debuggen, um zu gucken, ob wirklich das rauskommt, was man gerne hätte. Und nachher gibt es auch noch eine Demo dann mit dem Graphhopper zum Beispiel und oder wie die Daten im JOSM dann aussehen. Teilweise gab es Schwierigkeiten bei der Konvertierung. Und zwar werden diese dort, bei NAVTEQ waren es glaube ich Z-Level und bei OpenStreetMap ist das Layer Tag. Dort werden die Höhen angegeben pro Node und nicht pro Way. Und das macht es dann die Konvertierung etwas schwierig, sodass ich dann eben anfangen musste zu sagen, okay, wie würde ich jetzt so ein Way aus hier jetzt in einen OpenStreetMap-Way umwandeln. Und dann habe ich eben gedacht, okay, 0 ist der Standard, der wird immer überschrieben, wenn was nebendran ist. Und jetzt haben wir 0, 1, 0, dann mache ich daraus eben einen Way, der das Level, den Layer 1 hat. Und mit 2 dann eben genauso. Das gibt das Datenformat eben da nicht her, dass ich da das verlustfrei irgendwie hinkriege. Ich könnte noch irgendwie ein Node dazu bauen und dann entsprechend was raten, aber ich habe es jetzt mal so gelassen und bisher ist mir noch nichts untergekommen, was das kaputt gemacht hätte. So, das zweite sind Abbiegebeschränkungen. Für den Router ist das eigentlich ziemlich egal, ob da jetzt dran steht, ob man nicht rechts oder nicht links darf, denn er hat ja eigentlich nur angegeben, ich darf von diesem Weg nicht zu diesem Weg rüber. Je nachdem, es wäre natürlich ganz schön, dass das richtig dran steht und das könnte man natürlich dann auch geometrisch irgendwie raten, von wegen, wenn der Weg nach rechts weggeht, dann sagt man halt, man darf nicht nach rechts. Aber ab welcher Schräge ist das dann so? Also habe ich erstmal alle mit No Straight On getaggt. Aber für den Router passt das. Eine weitere Schwierigkeit war die Klassifizierung der Highways. Die sind pro Länder irgendwie unterschiedlich gemacht worden. Und das hat dazu geführt, dass ich mir irgendwie eine Tabelle machen musste und gucken musste, wie ich jetzt welche NAVTEQ-Tags eben übersetzen kann in einen jetzt Primary oder Secondary Highway oder Motorway oder sonst wie was. Da hatte ich dann auch tatkräftige Unterstützung von einem Mitarbeiter von OptiTool, der dann mit ein, zwei Pull-Requests mir da doch deutlich unter die Arme gegriffen hat. So, dann können wir mal Beispiele angucken. Zum Beispiel, was haben wir denn da? Hier hätten wir jetzt zum Beispiel einmal die Karte, einen Kartenausschnitt aus Kopenhagen. Da habe ich Dänemark konvertiert. Und das sieht alles sehr interessant aus, denn das ist der Karto-Stil mit NAVTEQ-Daten. Kann man dann eventuell auch mal irgendwo vielleicht mal ein paar Hausnummern sehen.
Und dann sieht man bei den Hausnummern teilweise, sind die wild geraten. Hier steht zum Beispiel von 4 bis 4. Da wurde dann eben eingetragen, ja, rechts von der Straße ist die Hausnummer 4. Und dann habe ich das eben geraten als Interpolationslinie und habe die eben geometrisch repliziert, nebendran gesetzt und dann gesagt, okay, das ist, muss jetzt wohl diese Hausnummer sein. Und das funktioniert jetzt gut. Dann hätte ich hier noch den Graphhopper. Kann man dann auch sehen. Man kann auf diesen Daten routen. Und das funktioniert soweit auch. Und er fährt auch nicht die Autobahn falsch rum hoch. Ja. Dann haben wir vorhin noch was ausprobiert. Und zwar, dass man mal den Unterschied zwischen der OpenStreetMap, zwischen den OpenStreetMap-Daten und den Navtec-Daten im gleichen Stil angucken kann. Und dann sieht man jetzt hier rechts sind die OpenStreetMap-Daten und links sind die Navtec-Daten. Und es sieht erschreckend ähnlich aus, aber es gibt dann doch einige Unterschiede. Irgendwo hat vorhin auch eine Autobahn gefehlt. Ah, da, ja. Genau. So. Was können wir denn noch machen? Hier, man kann die Daten dann auch schön im JOSM angucken und Augenblick, ich guck mal kurz. Ja, das muss ich dann auf meiner GitHub-Seite auch deutlich hinschreiben, warum das keine gute Idee ist, das zu tun. Selbst wenn man es denn dürfte. Ja, also hier sieht man dann nochmal so ein paar Attribute. Ich habe ein paar Attribute von hier einfach direkt übernommen. Zum einen für Debugging-Zwecke, zum anderen, weil sie einfach kein Äquivalent im OpenStreetMap haben. Zum Beispiel diese Speed-Category sagt, die Autos fahren dort meistens zwischen 31 und 50 km/h. Also so, ja. So. Ansonsten mal gucken, was ich noch in der Präsentation habe. Ach ja, ja gut, nochmal das gleiche in grün. Beziehungsweise nicht. Jetzt hier. Ja, einfach nochmal. Graphhopper, Hausnummern hatten wir ja jetzt. Genau, hier sieht man, dass auch Fähren genommen werden. Das funktioniert auch. Ja, hier nochmal Hausnummern hatten wir gerade. Fährrouten sind dabei. Gut. Ja, das Projekt ist eben als Teil des Dotari-Projekts entwickelt worden und darf das dann schön mit diesem Förderkennzeichen immer auszeichnen. Ich muss das jetzt nicht vorlesen, oder? Gut. Ich habe die Demo vorgezogen. Ich glaube, ich bin schon durch. Also wenn es noch Fragen gibt oder jemand noch irgendeine Demo sehen möchte, immer wieder gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, Philipp, für den Einblick in die kommerziellen GIS-Daten. Wir haben jetzt ausreichend Zeit für Fragen bzw. angekündigte weitere Demonstrationen.
vielleicht inzwischen eine Frage meinerseits. Du hast jetzt sehr viel über Highways und abbiegige Relationen gesprochen. Points of Interest waren keine in dem Datensatz enthalten? Doch, waren auch drin. Aber die waren jetzt erstmal noch nicht relevant. Okay, und die wurden derzeit noch nicht konvertiert, oder? Also wenn sie konvertiert wurden, haben wir sie noch nicht verwendet. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, ob wir die schon drin haben oder nicht. Andere Fragen? Was sind aktuelle Probleme, die es noch zu lösen gibt? Was sind aktuelle Probleme, die ihr noch lösen wollt oder werdet? Im Moment sind eigentlich die meisten Probleme gelöst, sodass die Tool damit jetzt arbeiten kann. Das Wichtigste für sie waren eben diese Sachen mit Maximalbeschränkungen für LKWs und dieses Hazmat-Tag, wo dürfen sie durchfahren und wo nicht, Gefahrengut. Ja, das waren so die Hauptsachen. Was man jetzt noch machen könnte, wären die ganzen anderen Layer, die da noch mit angeboten werden, zu übertragen. Nur wenn sie keiner nutzt, dann ist das auch erstmal weniger relevant, sie zu übertragen. Und hast du generell einen Überblick bekommen, wenn du OSM-Daten vergleichst mit den NAVTEQ-Daten bezüglich der Qualität? Teilweise ist bei OSM mehr drin, aber die Vollständigkeit ist eben dann bei NAVTEQ natürlich mehr gegeben. Okay. Also so Details sind natürlich richtig, richtig krass detaillierte Sachen, gibt es nur in OSM. Sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann noch einmal herzlichen Dank für die interessante Präsentation, Philipp. Und die